Hallo und willkommen zurück in WoW in der Kathedrale des hoffnungsvollen Lichts. Und wir müssen. Ja, was müssen wir denn hier eigentlich? Was? Ach, da hoch, ja. Okay. Gott, hoffentlich müssen wir nicht hier die ganze obere Hälfte da noch machen. Na gut. So, Buffs sieht miserabel aus. Dann gucken wir mal, was da oben noch auf uns so wartet. Und dann müssen wir da ins Ödland, ne? Will ja unbedingt ins Ödland. So, jetzt gehen wir erst noch hier gucken, ob hier noch irgendjemand steht, den wir hauen müssen, dürfen können. Nö. Dahin, da, da lang, da. Da lang, da, irgendwo in die Richtung, irgendwie. Ja, man sollte vielleicht auch zuerst buffen und dann ins Wasser springen, aber egal. So, ach, da ist wieder so ein komischer Leuchteturm. Zudem müssen wir. Hallo, guten Tag. Ja, da ist er. Wie kann ich euch helfen? Eine Gelegenheitsallianz. Ihr habt einen Schaman mitgebracht. Beziehungsweise, ja, mitgebracht. Ja. Und dann auch noch vom irdenen Ring. Ich habe keine Ahnung, wie er in den Wagen Platz finden soll, aber uns wird etwas einfallen. Willkommen an Bord. Rimplatt Erdspalter. Also er hier. Ach, keine Ahnung, der zieht hier den Wagen, deswegen wir tauschen die Pferde ein und er zieht. Immer ein Vergnügen. Ja, hallo Gendrak. Es freut mich, dass ihr euch uns wieder angeschlossen habt. Tarina und Gitwin sind bereits vor euch eingetroffen. Kann nicht sein, die standen da hinten immer noch rum. Tarina ist gleich hier und Gitwin nun, er ist gerade schlecht gelaunt. Ich glaube, er ist im Turm. Okay. Ihr seid jederzeit willkommen. Wo ist mein untoter Trollfreund, dem ich hier irgendwie meine Kraft beweisen soll? Der ist doch hier eben hier vorbeigeschlichen. Sind alle hier irgendwie ziemlich schnell zu Fuß? Keine Ahnung. So, ah ja, da ist er. Tarina? Ich weiß, dass wir eigentlich nach Nordtal aufbrechen sollten, aber das hat noch Zeit, oder? Dieser niedliche kleine Goblin hat mir übrigens erzählt, dass die Geißel in der Nähe weilt. Moment, niedlich? Ja, niedlich und Goblin irgendwie. Ja, es ist schon klar. Anscheinend gibt es einen nerubischen Unterfürsten namens Ixla. Ixla? Der seit der Vernichtung des Lichtkönigs versucht, sich einen Namen zu machen. Er und seine Untoten haben nördlich von uns ein Lager errichtet. Natürlich will Tyrosus, dass wir Banshees in Nordtal töten. Das werden wir auch, aber lasst uns zuerst diesen Niruba töten, solange wir in der Nähe sind. Unterfürst und 10 Diener. Lebt wohl. Alles klar, erledigen wir. Huch. Ach, kommst du dann wieder mit? Willkommen! Nördlich von hier und westlich von Nordtal findet ihr das fettleibige Madenungeheuer Blutschlinger. Ich habe ganze Regimenter gegen dieses Monster eingebüßt. Seine Ausmaße sind gewaltig. Je mehr er frisst, desto größer wird sein Umfang. Ist halt klar. Es würde mir keine schlaflosen Nächte bereiten, sollte die Bestie euch verschlingen. Dennoch sehe ich es lieber, wenn ihr als Sieger hervorgeht. Ja, toll. Wieso kannst du das nicht alleine machen? Und wieso wird hier erstmal hier eine komplette, hier so komplette Regimenter dahin geschickt, ne? Und wenn keiner mehr da ist, ne, dann holt er mich.
Man weiß, dass Blutschlinger schon andere verschlungen hat, die versucht haben, ihn zu jagen. Ja, ganze Regimenter, hast du gesagt. Schönen Tag auch. So, da, Tag. Was gibt's? Die Zeit ist gekommen, euch um einen Gefallen zu bitten. Mhm. Du hast noch gar nichts für mich hier getan. Weit nördlich des Ostwaldturms verborgen in den Hügeln liegt die Moos-Schinder-Hauptstadt Sulmaschar. Hier wurde ich geboren und hier bin ich gestorben. Der Verräter Trechjin sitzt auf Sulmaschars Ziggurat. Eigentlich hätte mir der Sitz zugestanden, aber er erschlich ihn sich von mir durch Verrat und Lügen. Er ist schwach. Ich werde in Sulmaschar zu euch stoßen, dann werden wir ihn töten. Eure Stärke und die meine vereint. Wir sind hier fertig. Okay, ich hoffe, wir sehen uns dann tatsächlich da. Wer bist du? Seid gesegnet. Die Moosschinder von Sulmaschar spucken dem Licht ins Gesicht. Ihr Kannibalismus, ihr Atheismus, ihr Atavismus stellen die Mächte des Bösen über die des Guten. Ich verschreibe ihr, ihr rückt ihnen zu Leibe, damit ihr Getreibe ein Ende findet. Ach Gott, das ist aber hier, ich verschreibe, ihr rückt ihnen zu Leibe, damit ihr Getreibe ein Ende findet. Blablabla. Und jeder noch so Blinde empfinde, welche Straße auf Dwight stünde. Ach, Alter, hör auf zu reimen oder sonstigen Blödsinn da zu machen. Ihr werdet nach Norden reisen und mit all euren rechtschaffenen Empörungen über sie kommen. Mhm. Der Zorn, den sie im Angesicht des Lichts entflammt haben, wird euch zu eigen werden. Ach, nehmt den Weg, den also noch geschwollener ging es ja auch nicht mehr. So, das heißt, wir müssen jetzt hier irgendwie da und hier, da geht's nach Norden, aber wir müssen erstmal, denke ich mal, da in diese Richtung. Machen wir erst die Trolle da klar. Bäh. Und dann den ganzen anderen Rest. Wer seid ihr? Wieso muss ich doch dahin? Wieso seid ihr? Na gut, dann halt ihr. Mein Gott. Ich will mich ja jetzt hier nicht beschweren. Ja, unsere Feinde und so. Und steh mir nicht im Weg. Ach, da ist der. Der kleine Käfer. Kriegen wir den direkt? Schauen wir mal. Nee, der dreht sich mit. Oh, da fällt er um. Da haben wir ihn hier. Da brauchen wir nur noch hier seine kleinen Untergebenen. Aber die sollten ja auch relativ zügig umfallen. Tralalalala. Ja, auch nur hier die Leute haut, wenn die mich hier hauen. Könnte das ja auch schon hier vorher machen. Ihr könnt direkt hier drauf los und draufhauen. Steht da nur so rum und macht nichts. Hat er das auch begriffen? Dass er arbeiten muss und ja. Dann macht er. Lalalala. Spinnengetier. Oh.
Na gut. Fällt halt um. Bitte looten. Bitte alles mitnehmen, was hier rumliegt. Wir können es uns nicht leisten, hier Zeug vergeuden zu lassen. Also, das geht ja mal gar nicht. So, 8 von 10. Na komm, dann holen wir uns die zwei da halt mit. Von 10 passt rauf auf unseren Wolf und dann gucken wir mal, dass wir da nach Norden kommen zu den Trollen. Da, wo wir eigentlich hin wollen. Mist. Todesritter Seelenspalter. Huch, Moment. Zu spät! Wo ist er? Da ist er. Da steht mir aber noch eine Banshee im Weg. Hier ist eine Banshee. Nein. Ah. Kurz heilen. Ja, wo ist mein Paladin-Freund hier abgeblieben? Der hat sich auch wieder verpisst. Hat sich auch gedacht, hier, der kann das hier alleine machen. Wo sind denn die Trolle, bitteschön? Ey! Weg. Ah, wo sind die denn? Geht's hier irgendwo lang? Och komm. Ich habe den zwar da unten rumgeistern gesehen, aber... Eigentlich habe ich gedacht, der würde mich hier oben nicht sehen. Kann man sich noch nicht mal hier richtig umgucken, wie man da hinkommt. Ne, da müssen wir außen rum. So ein Mist. Vollkommen umsonst die komischen Geister gehauen. Okay. Ah. Sulmascha. Ach, da ist er ja, mein untoter Trollfreund. Muss man da zu dir da hoch, oder? Hier nicht.
Wo sitzt denn der Knilch? Wo kommt man denn hier rein? Zu denen? Hier rüber? Ah, das sieht gut aus. Schade, dass hier auch schon wieder einer rumturnt. Ja, mach du die da mal, ich geh den Chef holen. Verdammt. Oder auch nicht. Wo willst du hin? Ey. Nicht froschen. Also, geht doch. Geht doch. Fast ohne Zwischenheilen. Hey. Okay, ich denke mal, das ist keine gute Idee, hier an den Dingern zu stehen. Aber da durchzueiern ist auch keine allzu gute Idee. Quark. Die meiste Arbeit macht er da. Zumindest mal, wenn ich hier gefroscht bin. Moment, heilen wir mal kurz. Dann... Wie üblich... Was hat die denn vor? Hier geblieben! Da ist keiner mehr! Na, mal gucken, vielleicht zählt er ja doch noch für mich. Gelevelt. Okay. Nee. War ja klar. Das hat leider nicht funktioniert hier. Leichnam. So, aber guck, dass du hier wegkommst. Damit, wenn der hier jetzt hier wieder respawnt, dass ich den hier bekomme und nicht hier wieder du. Blöde Allianzler. Guck, dass du verschwindst. Hau ab. Räudiges Pack. So, jetzt heißt es warten. Wir können uns natürlich auch hier mit denen hier noch rumschlagen.
mein Ziel. Deswegen, der Chef, der kommt bestimmt gleich und tritt mir dann in den Hintern. Ja, solange der hier noch nicht despawned ist, spawnt der auch noch nicht. Oh, der hier ist aber... Der konnte es jetzt aber gar nicht erwarten, nochmal gekillt zu werden. Oder war das ein anderer? Das war ein anderer. Yep. Kommst du? Oder habe ich dich jetzt hier verloren? Ah ne, da bist du. Na gut, ja. Während ich jetzt hier warte, mache ich dann mal Schluss für die Folge. Oder auch nicht, oder auch nicht. Dann hauen wir ihn gerade mal. Ich habe lange auf diesen Tag gewartet. Ja, meine Pflicht ist noch nicht erfüllt. In vielerlei Hinsicht war dieser Schritt einfach. Okay. Dies ist unsere letzte Begegnung. Ich verlasse die Karawane. Behaltet Treschins Leiche, wenn ihr weiter an meiner Seite kämpfen wollt. Ich kann auch ein wenig länger ausharren. Werft den Körper in das Feuer oben auf Sulmaschas Ziggurat, wenn ihr bereit zum Abschied seid. Ich danke euch für eure Freundschaft. Ihr wart stark. Ja, ja. Vielen Dank. Und da kriege ich nur eine Plattenrüstung, die ich nicht anziehen kann. So, dann hier, nutzt ja alles nichts, deswegen müssen wir den da wohl irgendwie da reinschmeißen. Hallo? Bob! Ja, wir sehen uns dann auf der anderen Seite vielleicht. Hinein in die Flammen. Vex'Thul ist in die nächste Welt übergegangen. Eure Aufgabe hier in Sulmaschar ist erledigt. Moment, was ist das? Vex'Thul muss es auf seinen Weg zum Feuer fallen gelassen haben. Ja, ja, ihr bekommt. Okay. Jetzt können wir die Folge beenden. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Wir müssen noch hier irgendwie so ein Auge finden und Blutschlinger töten. Also bis zum nächsten Mal.